Lobbying heißt, dass Interessensgruppen versuchen, Politik und Gesetze zu beeinflussen. Auf der einen Seite können das große Konzerne sein, aber auch kleine, spezialisierte Vereine fallen darunter. Lobbying hat seine guten Seiten, zum Beispiel wenn NGOs für Umweltschutz kämpfen und wichtige Themen auf die Tagesordnung setzen. Aber es gibt auch Schattenseiten. Manchmal versuchen mächtige Lobbygruppen mit fiesen Tricks, mit schmutzigen Kampagnen und mit massenhaft Moneten politische Entscheidungen gegen das Interesse der Allgemeinheit und für ihr eigenes Geldbeutel zu beeinflussen. Deswegen ist Transparenz super wichtig. Alle Lobbyistinnen müssen sich im Transparenzregister eintragen und dann wissen wir genau, wer mit wem spricht und warum. Wir geben uns selbst strengere Regeln und Tom veröffentlicht zum Beispiel alle Meetings, auch wenn er das so eigentlich nicht müsste. Zusammengefasst ist Lobbying also ein wichtiger Teil der Politik, aber Transparenz ist der Schlüssel, damit alles fair und ehrlich bleibt. Und das Zauberwort heißt auch Balance, weil ich kann mich nicht nur mit IndustrievertreterInnen treffen und soziale Aspekte einfach links liegen lassen. Und wie läuft Lobbying jetzt ab? Ganz einfach.